Zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe heute am Montag, dem 8. November 2021. Wir blicken zunächst auf den amerikanischen Dow Jones Index. Am vergangenen Freitag schloss der Index wieder auf einem neuen Rekordhoch und beendete den Freitagshandel mit einem Kursplus in Höhe von 0,56%. Es ist und bleibt eine absolut bullische Marktphase. Anders kann man sie eben nicht betiteln. Es bedeutet allerdings nicht, dass Kurskonsolidierungen ausgeschlossen sind. Sie können auftreten, doch de facto ist es weiterhin so, dass zunächst einmal der Dow Jones Index, der schließlich am vergangenen Freitag bereits mit 36.300 Punkten aus dem Handel gegangen war, eine erste Unterstützung bei 35.600 Punkten genießt. Das heißt, etwas mehr als 700 Punkte Puffer derzeit zur ersten Kursunterstützung. Kein Problem also, wenn man mal hier eine Konsolidierung einleiten möchte. Selbst das würde derzeit das Chartbild nicht eintrüben. Sie sehen es wie skizziert. Erst wenn wir nachhaltig unter die letzte Ausbruchsmarke fallen, dann trübt sich das Chartbild wirklich erst ein. Ganz interessant, der Blick auf den Technologieindex Nasdaq. Am vergangenen Freitag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Nun ja, der Index ist ja auch mehr oder weniger tagtäglich auf Rekordjagd und man sieht nun, dass er einen wichtigen Kurswiderstand erreicht hat. Und wir sind auch im unteren Parameterbereich deutlich überhitzt, weshalb ich sehr wohl trotz der sehr bullischen Ausgangslage eine mögliche Kurskonsolidierung in Form eines Pullbacks auf die letzte Ausbruchszone gleich 15.700 Punkte nicht ausschließen wollen würde. Aber wir werden jetzt genau sehen, wie es in dieser Woche weitergeht, denn der Verlauf in dieser Woche dürfte wohl sehr entscheidend sein, nämlich ob hier der Ausbruch nun nachhaltig vollzogen wird oder ob wir eben darunter rutschen und dann in den Konsolidierungsmodus übergehen. Konsolidierungsmodus ist auch das große Stichwort, kommt dieser vielleicht bald bei Tesla zustande? Denn Tesla beziehungsweise Elon Musk hat auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er nicht einen gewissen Anteil von Tesla-Aktien verkaufen soll. Und die Mehrheit ist tatsächlich bis dato dafür gewesen. Und jetzt wird sich eben zeigen, ob Tesla tatsächlich hier dann ja, deshalb auch vielleicht unter Druck geraten wird. Es ist eine sehr interessante Ausgangslage nun zum Wochenauftakt. Und das könnte vielleicht dazu sogar führen, dass wir hier mal die mittelfristige Kurskorrektur sehen auf die letzte Ausbruchsmarke in Richtung 900 US-Dollar. Selbst das würde ja der sehr, sehr stark gelaufenen Tesla-Aktie gar kein Haar krümmen, aber es wäre allemale gar kein Problem, selbst rund 300 Dollar zu verlieren und danach eine Rallye weiter fortzusetzen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in die neue Börsenwoche. Und bis heute Abend, wie üblich, dann mit dem Blick auf den DAX.